Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundestagsabgeordnete Petri, Herr Dr. Sarrazin, liebe Mitglieder und Freunde der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, hochansehnliche Versammlung. Grundsätzlich fällen wir Tag für Tag Tausende von mehr oder weniger souveränen Entscheidungen. Wie wir uns anziehen, ob und wie wir frühstücken, mit welchem Verkehrsmittel wir zur Arbeit fahren. Den Entscheid, einen Abfallsack zu entsorgen, fällen wir Männer bestenfalls in geteilter Souveränität, nämlich weil unsere Frauen dazu aufgefordert haben. Aber diese Art Souveränitätsverzicht fällt uns Schweizer Männern immer noch leichter als jener, die Souveränitätsrechte unseres Landes an die Europäische Union abzutreten. Der Grund ist klar, meine Damen und Herren, unsere Frauen lieben wir, was wir von der EU nicht unbedingt behaupten können. Das Wort souverän bezeichnet vorab eine Eigenschaft, nämlich für jeden und jede von uns selber zu bestimmen, worüber wir selber entscheiden wollen. Dass wir das tun können, macht uns zu Souveränen. Ein Staat ist dann mehr oder weniger souverän, wenn er auf einem bestimmten Territorium die Hoheitsrechte ausübt. Das heutige Staats- und Völkerrecht versteht unter Souveränität die höchste selbstständige, nicht abgeleitete Staatsgewalt. Gegen innen wirkt sich diese aus in der Rechtsetzung, der Ausübung der Verwaltung und der Rechtsprechung, gegen außen im Anspruch auf Unabhängigkeit, eigenständige Außenpolitik, Schutz vor ausländischen Interventionen und Gleichbehandlung unter den Gesichtspunkten des Völkerrechts. Verwandte Begriffe zu souverän sind dann unabhängig, eigenständig, autonom oder eigenverantwortlich. Dann ist ein Souverän auch ein Herrscher, der seine Macht unumschränkt ausübt. Aber auch Königin Elisabeth nennt sich bei aller Einschränkung ihrer Rolle souverän, weil sie in ihrem Vereinigten Königreich die nicht geschriebene Verfassung verkörpert. Umgangssprachlich sprechen wir von einer souveränen Reaktion, wenn jemand abgeklärt, bedächtig, auch beherrscht und besonnen auf etwas reagiert. Uns interessiert im Folgenden das staatspolitische Wesen der Souveränität, insbesondere der schweizerischen Souveränität. Das Wort souverän stammt vom Lateinischen superanus, was darüber befindlich, überlegen bedeutet. Auch wenn das Wort noch unbekannt war, ist die Substanz der Souveränität schon angelegt im 730-jährigen Bundesbrief von Anfang August 1291. Der Zweck des Bundes der frühesten Eidgenossen bestand nämlich darin, angesichts der Arglis der Zeit einander Schutz und Beistand von Leib und Gut gegen Gewalt und Unrecht zu leisten. Und dann heißt es wörtlich, wir haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, damit war die politische Obrigkeit ganz allgemein gemeint, annehmen sollen, der das Amt irgendwie um Geld oder Geldeswert erworben hat und der nicht unser Einwohner oder Landsmann ist. Mit anderen Worten, wir entscheiden selber,
über unser Geschick. Wir verweigern uns einer Herrschaft der Fremden, der Außenstehenden, der Ausländer. Städte des schweizerischen Mittellandes wie Luzern, Zürich, Bern, Solothurn, Freiburg, Basel oder Schaffhausen, die später gleichberechtigt zu den ländlichen eidgenössischen Orten stießen, genossen eine gewisse Souveränität durch ihre Reichsunmittelbarkeit. Nur weil sie reichsunmittelbar waren, also abgesehen vom römisch-deutschen Kaiser, keinem Fürsten unterstanden, konnten sie überhaupt eidgenössisch werden. Die eidgenössischen Orte genossen Selbstverwaltung und konnten ihre Bürgermeister, Schultheißen, Landammänner und Ratsherren selber wählen. Im 15. Jahrhundert wuchs der Gegensatz zwischen den Eidgenossen und dem Reich. Denn die Schweizer pflegten eine republikanische, also nicht monarchistische Selbstregierung. Was sie den aufstrebenden Fürsten und dem Adel im Reich entfremden musste. Auch übertrug der Übergang der Kaiserwürde an die Habsburger den eidgenössisch-habsburgischen Gegensatz auf das Verhältnis zum römisch-deutschen Reich. Der habsburgische Kaiser Maximilian I. wollte die Schweiz wieder enger ans Reich führen. Doch die Eidgenossen wollten nicht und sagten das, was Bundesrat Uli Maurer zuweilen sagt, keine Lust. Der für die Eidgenossen siegreiche Schwabenkrieg von 1499 führte zur faktischen Loslösung vom Reich. Selbstverständlich hatte die Souveränität auch über Jahrhunderte viel mit Religion zu tun. Erschien doch Gott, der Allmächtige, in beiden Konfessionen als höchste ordnende Hand. Blutige Religionskriege erschütterten aber das Vertrauen in die göttliche Ordnung. Zu Souveränen wurden jetzt gekrönte Häupter, die ihre Macht aber immer noch direkt von Gott ableiteten. Der französische Staatstheoretiker Jean Baudin definierte 1575 den modernen Souveränitätsbegriff als absolute, zeitlich unbeschränkte Macht in einem Staat. Der Sonnenkönig Louis XIV. Am Hof von Versailles leitete von da sein Gottesgnadentum und seine absolute Herrschaft im Staate ab. Im frühen 17. Jahrhundert erreichte die Stadt Genf die Souveränität im modernen Sinn von den Ansprüchen des Herzogs von Savoyen. Zwar versuchten die Savoyer, die Genf als Untertanenstadt beanspruchten, in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1602 handstreichartig über die Mauern einzudringen. Sie wurden aber an der sogenannten Escalade daran gehindert. Den Neuenburgern hingegen gelang es vorerst nicht, ihre fürstlichen Herren abzuschütteln und souverän zu werden. Wegen einem umstrittenen Urteil des Reichskammergerichts reiste der Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein 1647-48 nach dem Dreißigjährigen Krieg an die westfälischen Friedensverhandlungen und forderte, Zitat, eine lobliche Eidgenossenschaft bei ihrem freien, souveränen Stand zu belassen. Er erreichte schließlich nach zähen Verhandlungen die vollständige Loslösung der Schweiz vom römisch-deutschen Reich und hielt fest, es ist reichs- und weltkündig, dass die Eidgenossenschaft ein freier Stand ist, so nebst Gott einzig von sich selber abhängt. Wettstein war in einer Dachkammer so ärmlich untergebracht, dass er dem schwedischen Bevollmächtigten bei dessen Besuch lediglich einen Stuhl mit einer einzigen Lehne anbieten konnte.
Er schrieb nach Hause: Ich bin überrascht worden, hätte sonst die andere Lene zur Erhaltung der schweizerischen Reputation auch noch abgebrochen. Bis zur Erlangung der eidgenössischen Souveränität prangte zum Beispiel über dem Wappen des Standes Zürich und inmitten der beiden Löwen als Schildhalter jeweils noch der schwarze doppelte Reichsadler auf goldenem Grund mit Reichskrone, Reichsapfel und Schwert. Nach Erlangung der Souveränität musste ein Maler diese Tafel im Zürcher Rathaus sorgfältig übermalen und den Reichsadler samt Krone und Reichsapfel wegretuschieren. Nur das Schwert ist geblieben. Herr Dr. Sarrazin hat gesagt, eine Souveränität ohne Verteidigungsmöglichkeit ist nichts wert. Über Zürich gab es keine höhere weltliche Macht mehr. Vor allem Frankreich hatte natürlich Interesse, die Schweiz vom Reich loszulösen. 1731 veröffentlichte der deutsche Jurist Johann Jakob Moser das Buch »Die gerettete völlige Souveränität der löblichen schweizerischen Eidgenossenschaft«. Die Souveränität gegen außen verkörperte die Tagsatzung der 13 Orte, die innere staatsrechtliche Souveränität nahmen die Kantone wahr. Meine Damen und Herren, ich habe gesehen, dass Sie dieses Buch in einem Zürcher Antiquariat kaufen können. Ich hoffe doch, Ihnen sei die schweizerische Souveränität den Spottpreis von 350.000 Franken wert. Der deutsche Staatsrechtler Samuel von Pufendorf schrieb in seinem Werk Die Verfassung des Deutschen Reichs den schönen Satz: Kein Nachbar ist angenehmer als die Schweiz, für die es ein Grundsatz ist, ihr Eigentum zu schützen, nichts Fremdes zu erstreben und lieber zu schützen, Entschuldigung, zu nützen, als zu schaden. Die Aufklärer, insbesondere Jean-Jacques Rousseau, sahen die Souveränität nicht mehr von Monarchen und Aristokraten ausgehend, sondern einzig und allein vom Volk. Es kam also zu einer Art Souveränitätswechsel vom Herrscher zu den Beherrschten. Rousseau war überzeugt, dass, Zitat, Souveränität nichts anderes als die Ausübung des Allgemeinwillens ist. Jedes Gesetz, das das Volk nicht selber beschlossen habe, sei nichtig und überhaupt kein Gesetz. Der Genfer, danke. Der Genfer war äußerst beeindruckt, wie gesittet, diszipliniert und ernsthaft die Stimmberechtigten in den Schweizer Landsgemeindeorten ihre Souveränität wahrnahmen. Über die Appenzeller schrieb Rousseau: Wenn man sieht, wie bei den glücklichsten Völkern der Welt Gruppen von Bauern ihre Staatsangelegenheiten unter einer Eiche erledigen und sich dabei immer weise benehmen, wie könnte man da ohne Verachtung für die Verfeinerung anderer Nationen sein, die sich mit so viel Künstlichkeit und Heimlichtuerei hervortun und Elend machen. Der helvetische Einheitsstaat von 1798 beendete die bisherige Souveränität der Kantone. Die Volkssouveränität, wie sie auch die französische Revolution von 1789 verlangte, blieb aber in der Schweiz in Form demokratischer Parlamentswahlen erhalten. Obwohl die Kantone in der Bundesverfassung von 1848 als souverän angesprochen wurden und es heute noch werden, sind sie im Grunde nicht mehr souverän. Schon am Wiener Kongress von 1814-15 haben es die anderen Nationen abgelehnt, mit einzelnen Kantonen direkt zu verhandeln. Völkerrechtlich ist allein der Bund souverän,
Man spricht daher lieber von der föderalistischen Autonomie der Kantone. Als Preußen, Österreich und Frankreich der Schweiz 1848 die Gründung eines Bundesstaats verbieten wollten, antwortete der spätere erste Bundespräsident Jonas Furrer für das ganze Land: Die unabhängige Schweiz wird sich weiterhin selber regieren. Sie sei selbstbestimmt und neutral. Wie sie ihre inneren Angelegenheiten regle, so fuhr er wörtlich, kann nicht Sache anderer Staaten sein. Obwohl die Volkssouveränität hierzulande seit Jahrhunderten breit akzeptiert, ja selbstverständlich ist, hat keine Bundesverfassung sie schriftlich festgehalten und grundsätzlich ausgesprochen. Weder jene von 1848 noch die revidierte von 1874 noch die nachgeführte, heute geltende von 1999. Doch die demokratische Bewegung der 1860er Jahre hat den Gedanken der Volkssouveränität noch einmal massiv gestärkt, wurde doch neu die Volkswahl vieler Behörden und das Initiativ- und Referendumsrecht an den Souverän übertragen. Die Idee der Volkssouveränität hat sich in der Ausprägung der direkten Demokratie auf den Stufen Bund, Kantone und Gemeinden als eine schweizerische Spezialität herausgebildet. Sie bestimmt das politische Selbstverständnis unseres Landes und bildet einen weltweiten Sonderfall. Ein Schweizer kann in einem einzigen Jahr mehr abstimmen und wählen als ein Deutscher, Franzose oder Engländer in seinem ganzen Leben. In der Schweiz haben seit 1848 mehr Abstimmungen und Wahlen stattgefunden als in allen anderen Ländern der Welt zusammengerechnet. Ihr souveräner Status ermöglichte der Schweiz im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 neutral zu bleiben. Sie verstand sich in diesem europäischen Weltenbrand als Friedensinsel, ja als Leuchtturm der Humanität und versuchte, ihr bevorzugtes Schicksal durch gute internationale Dienste und humanitäre Tätigkeiten wettzumachen und zu verdanken. Angesichts der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den Faschismus rettete die Souveränität gegenüber der übrigen Staatengemeinschaft das Überleben unseres Landes unter Aufrechterhaltung von Frieden, Rechtsstaat und Demokratie. Weil Hitler in den 30er Jahren Regierungschefs zu sich zitierte, um sie einzuschüchtern, erklärte Bundesrat Hermann Obrecht nach dem Anschluss von Österreich und der Auflösung der Tschechoslowakei im März 1939 in einer mutigen Souveränitätserklärung: Wer uns ehrt und in Ruhe lässt, ist unser Freund. Wer dagegen unsere Unabhängigkeit und unsere politische Unversehrtheit angreifen sollte, dem wartet der Krieg. Wir Schweizer werden nicht zuerst ins Ausland wallfahrten gehen. 1939 bis 1945 überstand die schweizerische Souveränität, nachdrücklich geschützt durch die Armee und die wirtschaftliche Landesversorgung, ihre größte Gefährdung. Auch im Zweiten Weltkrieg prägte sich wie zuvor im Ersten Weltkrieg in der Bevölkerung die Vorstellung einer Friedensinsel ein, in dem unser Staatswesen, hier verkörpert durch das Bundeshaus, durch ein gnädiges Geschick als Insel im Sturm der Fluten überlebte. Nach den Schrecken des Krieges setzten die Sieger weniger auf die souveränen Nationalstaaten als auf das Völkerrecht und die Internationalisierung. Die Staaten verständigten sich öfters über internationale Verträge. Es gab und gibt eine zunehmende Anzahl internationaler Organisationen,
die gemeinsame Aufgaben erfüllen. Im Zeitalter der Globalisierung müsse die staatliche Souveränität geteilt und gemeinsam wahrgenommen werden, hieß jetzt die Devise. Die Vereinten Nationen, in deren politische Strukturen die Schweiz aus Neutralitäts- und Souveränitätsgründen erst im 21. Jahrhundert eintrat, haben sich im Prinzip verpflichtet, die Souveränität der Mitgliedstaaten zu wahren, ihre Gleichwertigkeit zu anerkennen und nicht in deren innere Angelegenheiten einzugreifen. Die von der UNO beschlossenen Maßnahmen können aber die Souveränität der Länder dennoch einschränken. Im eigentlichen Sinne souverän sind dank ihrem Vetorecht nur die 5 ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates. In seinem Bundesstaatsrecht setzte der in Zürich lehrende Bündner Professor Zaccaria Giacometti einen Kontrapunkt. Er definierte die Souveränität so: Der Staat besitze als territorialer Herrschaftsverband ein Gebiet, ein Volk, eine Herrschaft und eine die Herrschaft organisierende Verfassung. Wörtlich: Und zwar erscheint der Staat als der höchste Herrschaftsverband auf einem bestimmten Territorium. Er ist ein souveräner Herrschaftsverband, das heißt, seine Herrschaft ist auf dem betreffenden Gebiete nach innen und außen eine höchste, keiner anderen Gewalt unterworfene. Und weiter: Wie nun der Staat souverän ist, so muss auch seiner Verfassung die Souveränität zukommen. Ist nämlich die staatliche Herrschaft eine höchste, so muss dementsprechend auch ihre Organisation eine höchste sein. Es gebe, so Giacometti, für die Schweiz keine höhere gesetzliche Norm als die schweizerische Bundesverfassung. Auf der internationalen Bühne ist der Enthusiasmus nicht immer auf beiden Seiten gleich groß, wie Sie hier sehen können. Sie wissen ja, warum der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker jeweils seine Brille abnahm, wenn er am Steuer seines Autos in eine Verkehrskontrolle kam. Ja, da hat er doch schon mal 2 Gläser weniger. Selbstverständlich. Selbstverständlich hat auch ein Prozess der wirtschaftlichen und später anschließenden politischen Integration der Europäischen Union erhebliche Auswirkungen. Im Fall der EU verzichten die Mitgliedstaaten durch ihre eigene Zustimmung auf Souveränitätsrechte und übertragen diese an Brüssel. Die damit verbundene Schmälerung der staatlichen Souveränität ist ein Streitpunkt in manchen Mitgliedstaaten und die unvermeidliche Kehrseite dieser Internationalisierung. Die nationale Souveränität ist unter Druck geraten, wie überhaupt die nationale Politik und der nationale Staat. Die weltweit maßgebenden politischen Maßnahmen zielen heute auf die Schaffung von Großräumen ab, welche die globalisierte Verflechtung, die kostenoptimierte internationale Produktion und entsprechende Wertschöpfungsketten, die übernationalen Eigentums- und Besitzverhältnisse fördern. Dabei werden nationale Institutionen und Praktiken wie die Souveränität, die das Globalisierungsziel behindern, rücksichtslos beseitigt. Wichtige politische Entscheidungsbefugnisse des Nationalstaats werden an internationale Organisationen übertragen, wie die UNO, die OECD, den Weltklimarat, das GATT oder die Weltbank, ja selbst an Nichtregierungsorganisationen, NGOs. Die größte Gefahr
sehe ich im Prozess der zunehmenden Verrechtlichung von Fragen, die bislang politisch entschieden wurden. Wir erleben neben der Entnationalisierung auch eine Entpolitisierung. Damit lassen sich unbequeme und störende, weil unabwägbare Entscheide der jeweiligen nationalen Bevölkerung eindämmen und sogar ausschalten. Diese Verrechtlichung des Politischen besteht beispielsweise, indem die Gerichte, auch unsere schweizerischen Gerichte, alles und jedes zum unverhandelbaren Völker- und Menschenrecht erklären. Damit beseitigen sie die demokratische Willensbildung des obersten Verfassungsorgans, nämlich des Volkes und damit des Souveräns. Die Verrechtlichung der Politik gefährdet die Souveränität der Einzelstaaten, aber auch die Souveränität des Volkes. Sie betrifft als Stimmbürger uns alle. Die Nichtumsetzung von Volksentscheiden in den letzten Jahren oder auch die ernsthafte, über Jahre erwogene Unterzeichnung eines EU-Rahmenvertrags durch den Bundesrat sollten uns Bürger als Träger der schweizerischen Souveränität in Alarmbereitschaft versetzen. Weder internationale Funktionäre noch Experten, weder Diplomaten noch Richter dürfen sich Souveränitätsrechte anmaßen, die laut Gesetz und Verfassung uns Bürgern vorbehalten sind. Doch die dem Volk übertragene Staatsgewalt, wird zunehmend dem Einfluss der direkt Betroffenen entzogen. Nicht mit Unrecht warnen liberale Denker davor, die Souveränität des Nationalstaates absolut zu setzen. Denn dieser Glaube könnte dazu führen, den Staat als allmächtig und zentralistisch aufzufassen und alle Wohltaten von ihm zu erwarten. Der souveräne Staat, so meinen gewisse Staatsanbeter, habe den Auftrag, den ständig fortschreitenden Wohlstand für alle sicherzustellen. Nein, wir denken an eine möglichst durch private Verträge wettbewerblich organisierte Gemeinschaft, in dem jeder und jede einzelne Träger der Souveränität ist. Nicht der Staat ist die letzte und höchste Instanz, sondern die Bürgerinnen und Bürger sind es. Sie sind der Chef in diesem Land. Das gilt auch für die Bereiche der Steuern, der Abgaben und der Währungspolitik, in denen wir zunehmend Vorschriften von außen akzeptieren und den Souverän ausschalten. Gewiss, wir sind nie ganz unabhängig. Wir können und wollen aber unsere Abhängigkeiten selbstständig wählen und dauernd anpassen. An diese Freiwilligkeit sollten Sie heute Abend denken, wenn Sie vom Ehegatten gebeten werden, den Abfallsack zu entsorgen. Ihre Antwort, selbstverständlich, Liebling, ist frei gewählt und darum im besten Sinne souverän. Ich danke Ihnen.